Okay. Und im Lower Level muss man noch ein bisschen taktisch arbeiten, sage ich mal. Da ist nicht so, ah, da vorne sind Gegner, ich renne einfach mal rein. Da ist dann halt, okay, Tank geht vor. Der Bogenschütze oder was weiß ich was, Magier bleibt hinten. Okay. Und ja, der Tank muss halt auch wirklich versuchen, dann die Leute an sich zu binden, so gut es geht. Weil er Ziemlich halt, anspruchsvoll dann. ja, also am Anfang fand ich es echt ein bisschen schwierig sogar, weil es halt ungewohnt ist. Okay. Da muss er auf selber dann blocken und so. Das finde ich ziemlich geil. Das hört sich schon nice an. Also, dass du halt nicht irgendwie, ja, wenn ich jetzt mal WoW als Beispiel nehmen darf, da ist ja einfach, du lässt dich jetzt als Tank einfach klopfen und zwischendurch blockst du halt mal einen Angriff. Ja. Oder hast du dann halt deine Fähigkeit. Boah. Blocken. Blockst dadurch halt einen Angriff und baust dann so ein Schild auf. Und verlierst halt auch Ausdauer, also Energie. Und Okay. während du die dann wieder abbaust, lässt du dich halt schlagen quasi vom Gegner. Und der baut dann halt dieses Schild ab, was du dann aufgebaut hattest. Okay, Das ist ziemlich nice schon, gemacht. ja, ist schon ziemlich geil. Gut, wir hatten dann Glück, sind dann einfach in eine Random-Gruppe reingegangen. Da hatten wir dann meinen Klassenkamerad und ich, beide Level 1. Die anderen zwei, die da rein sind, waren irgendwie schon Level 7. Okay. Die sind halt einfach vorausgerannt und wir einfach nur hinterhergelaufen. Nice. Naja, mit schon ein bisschen höher sind. Ja. Also so alles in allem eigentlich ziemlich geil. Was ich, ja, wo ich sagen muss, finde ich ein bisschen schade. Das ist aber wirklich, liegt nicht am Spiel. Ist einfach, ich kann es nicht auf High-End spielen. Okay. Echt nicht? Nee, Willst nee, nicht? also ich habe es ausprobiert, da droppe ich so auf, ja, 25 bis 30 Frames. Es ist zwar spielbar, aber es gibt immer wieder mal Momente, wo es dann einbricht ein bisschen. Und Okay. so auf 19, 20. Und dann, ja, ich habe es jetzt einfach vom Spiel selber anpassen lassen. Kann man auch machen, also. Naja. Oder Sitz. über Nvidia Experience. Das geht natürlich auch. Aber Experience sagt mir Ja. halt, ja, hier, kein Ding. Spiel auf Mach Max. mal. Oh, na Und ja, gut, was ich schade fand, dieses Jahr, es kam leider kein Witcher 3 raus. ach so, ja. Obwohl ich das, es ist zwar schade, dass es noch nicht rausgekommen ist, Ja. aber wenn sie dann dafür ein bisschen besser dran arbeiten, warte ich gern Ja, das auf jeden drauf, Fall. wenn es wieder funktioniert und bugfrei Ja. läuft und ach, geh mal auf. Ja. Ich weiß, ich gehöre das jetzt noch zur Challenge. Ja, es gehört noch zur Challenge. Ja, schon. Ja, okay, dann fliege ich ganz durch einfach. War ich ja PC Master Race. Ja, richtig. Und so. Also für Witcher 3, da werde ich mir dann auch eine neue Grafikkarte holen, auf jeden Fall. Okay. Es wurde Kommt doch schon mal. gesagt, dass sie gerade noch dran am Arbeiten sind, hier mit der Performance. Also, Ja. dass man eben, weil jetzt die Dinganforderungen doch noch relativ hoch sind, da haben sie gesagt, das wollen sie ein bisschen runterdrücken, wenn es geht. Jetzt braucht man, soweit ich weiß, eine 780 Ti sogar, glaube ich, Okay. um es mindestens mit 40, 45 FPS zu spielen. Krass. Ups. Das ist echt krass. Und da haben Schön sie aufziehen. gesagt, ja,
Warte mal, welche Maps sollen wir, welche Parcours sollen wir erst machen? Mechanic Mechanic Stream. Dreams, Parkour Fan Stream, Fast Sleeper Stream. Ich nehme die. Was ist das? Da steht gar Mich, nichts. sollen wir Mechanik? Ja, komm, geh Oder? mal mit Mechanics. Okay. Mechanics Freaks Stream. Warte, warte. Wo geht's denn hier lang? Ja. Achso. Oh, Nee. okay. Ja, muss ich sagen, einerseits finde ich schade, aber wie du es schon gesagt hast, wenn es jetzt natürlich dann heißt, dass das Spiel dadurch besser wird, dann warte ich auch gern. Ja, und dann nicht irgendwelche, ich hasse das so. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, glaube ich, bei den neuen Spielen. Erstmal, du tust das Spiel installieren und dann kommt erstmal Update benötigt. Ja. Und dann das Update ist dann erstmal wieder fast 2 GB groß. Und wenn du dann ein scheiß Internet hast, so wie ich, Ja. dann hockst du einfach nochmal 1 Stunde dran, musst warten, bis es runtergeladen hat. Und ich hasse das einfach brutal. Ist das überhaupt machbar? Ja, okay. Müsste ja. Weil es ist einfach, die sollen, ich kaufe mir kein Spiel, um es dann erstmal updaten. Ja, das Und stimmt. keine Ahnung. Aber es hat sich heute, glaube ich, mit dem Internet halt einfach so ein bisschen zum Teil eingebürgert. Ja. What the fuck? What? Wow. What the hell? Hört es auch wieder So. auf? Naja. Nee, hört sich nicht so an. Nee, hört sich nicht so an, warte mal. Gibt's hier wieder einen Weg hoch oder muss man dann wieder von Anfang anfangen? Frag mich nicht, find's Boah, heraus. ist ja voll kackes. Alter, ich schaff den ersten Sprung Boah, noch ich hab's nicht mal. geschafft, Junge. Nice. Ohne getroffen zu werden. Alter. Ich habe sogar einen Arrow gefangen. 5 Arrows habe ich gefangen. 6, Jawohl. 7. Fast Sleeper Stream. Fuck. Hey, ich hab's geschafft, Matze. Nice. Dann kann ich ja jetzt hier Kürbis wieder abziehen. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Aber ich muss erstmal einen Schluck trinken. Krieg ja trockene Laps. Alter, der schon hat getrollt. Ah, genau. Und zwar bei Witcher 3 finde ich ziemlich geil. Sie haben angekündigt, es gibt 16 DLCs und die sind alle for free. Ja, das ist richtig nice. Ist einfach so ein richtig fetter Fickfinger ins Gesicht von EA und Ubisoft Ja, Mann, und Activision und und Activision und allen anderen. Einfach so. Sledgehammer und Hier, ja. nimmt das, nimmt das. Ja. Erst habe ich so gelesen, so 16 DLCs, habe ich so gedacht, oh nee. Ja, Mann. Aber Und dann dann, for free. for free, Junge, nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Flop des Jahres war Watch Dogs für mich. Da sind wir uns einig. Das war, fand ich es nicht so geil. Ich sag mal so, dafür, dass es so extrem gehypt wurde, war es ziemlich schlecht. Es Ja. war an sich, es Alter. war kein schlechtes Spiel, weil es war mal eine neue Idee. Und es war nichts, was man irgendwie alltäglich zockt. Hey Matze, was machst du da? Ich habe nichts gemacht, es hat von alleine aufgehört, ich schwöre. What the fuck? Ich schwöre auf alles, das hat von alleine aufgehört. Kann nicht sein. Doch, ich glaube, die Dinger sind leer, die Werfer. Nee, die sind voll. Hat aufgehört. Aha. Kann ich nichts machen. Ja, okay.